Oh. Oh. Da ist eine Ruine. Kenne ich die etwa schon? Ich bin mir gerade nicht sicher. Ja, die müssten wir eigentlich schon kennen, weil die ist ausgeräumt. Na gut, dann Airdrop. Was hast du für mich? Ah, perfekt. Ein Bewässerungssystem. Steinabzweigrohr, Ansaugrohr und Steinwasserrohre. Perfekt. Das nehmen wir mal alles mit. Ich hoffe, das ist jetzt nicht zu schwer für dich. Ja, schon ein bisschen zu schwer für dich. Warte mal. Schauen wir mal, ob ich hier jetzt irgendwie mal Gewicht einsparen kann. Na gut, komm. Die kleinen Beete, auf die ist geschissen. Die brauchen wir jetzt echt nicht. Die bauen wir selber. Beziehungsweise eigentlich will ich die gar nicht bauen. Ich möchte gleich zu den großen Beeten übergehen. Dann schlage ich vor, fliegen wir jetzt hier einfach noch so rum, damit wir hier die Insel einmal erkundet haben. Für euch, ich kenne das schon, ich bin da schon ein paar Mal rum und rumgelaufen. Ich bin hier auch schon ein paar Mal gestorben. Ungünstigerweise natürlich. Weil es nie so der Plan war. Warte mal, brauche ich Essen? Nee, das geht noch. Ungünstigerweise, also ich bin hier mal lang gelaufen, weil ich eigentlich auf die andere Seite des Ufers wollte. Mit Shiro. Hab Shiro aber erstmal da gelassen, hab nichts weiter gemacht, groß, und bin dann rübergelaufen. Plötzlich waren im Wasser Piranhas, weil ich mir dachte, ja, schöne Scheiße. Okay, haben die mich getötet. Dann, natürlich will ich an meine Leiche wieder ran, gehe ich wieder hin, ist plötzlich nicht nur ein Piranha an meiner Leiche, sondern auch noch ein Sarko in der Nähe. Denke ich mir, ja, okay, das ist jetzt ziemlich doof. Dann versuche ich, den Sarko abzulenken, beziehungsweise von der Leiche wegzuholen. Hat bedingt funktioniert, und dann sehe ich, ja, shit, da läuft auch noch ein Therizinosaurier rum. Also, das war alles nicht so von Erfolg gekrönt. Leider ist der Saurier, den ich euch eigentlich zeigen wollte, nicht da. Der sah so geil aus, und zwar war das ein Tech-Stegosaurus, also ein Stegosaurus in Maschinenvariante. Ah, Mist, der Airdrop ist gerade verschwunden. Schade, den wollte ich mir jetzt noch ganz kurz holen. Und oben die Spitzen von dem Stegosaurus, die waren knallrot. Das sah so richtig mega geil aus, und den hatte ich echt überlegt, eigentlich dann so für mein Team zu gewinnen. Leider ist er jetzt hier verschwunden. Leider. Ich möchte mein Team eigentlich auch nicht zu schnell expandieren, weil ich habe ja das Problem, wenn ich jetzt hier auf der Insel alle möglichen Dinos mir einverleibe, ja schön, dann habe ich so ein paar Dinos, mit denen ich manche Sachen besser farmen kann. Aber ich müsste die Dinos ja dann auch alle mitnehmen. Und wir wissen ja, wie das mit den Dilophosaurussen so gelaufen ist, wenn wir da ein paar mitgenommen haben zum Spazierengehen. Es hat immer irgendeiner gefehlt. Und wenn ich jetzt hier plötzlich mit drei Stegosaurussen und was weiß ich, wie vielen Parasaurussen und Schildkröten und was weiß ich, so alles rumlaufen, nee, das wollte ich mir echt nicht antun. Also lasse ich das jetzt hier einfach mal noch im Moment. Das können wir vielleicht aber später machen, wenn das Jahrhundertprojekt fertig ist. Weil dann habe ich nämlich ein schönes Zuhause für die gebaut, wo sie sich dann hier so alle auch so ein bisschen austoben können. Wir tanken mal nochmal ganz kurz auf und fliegen dann nun Richtung Zuhause. Das ist jetzt hier nämlich einfach über die Kuppel drüber. Oder eben jetzt hier, ich könnte natürlich auch einfach rechts rumfliegen, aber ich will aus einem bestimmten Grund über die Kuppel drüber fliegen. Da wartet jetzt hier gleich was richtig Geiles auf uns. Wie skillt man Pteranodon am besten? Natürlich kann ich euch jetzt hier nur empfehlen, auf die Ausdauer zu gehen, weil ihr seht es selber, das geht immer sehr, sehr schnell weg. Der Pteranodon ist ein sehr schnelles Flug. Ist, oh Gott, oh Gott, das hat mich jetzt aber erschreckt. Ist ein sehr schneller Flugsaurier, so muss man sagen. Das Problem ist aber halt, dass die Ausdauer sehr schnell zur Neige geht. Ihr seht es jetzt, wir sind schon wieder unter der Hälfte angekommen. Ich werde hier verfolgt von irgendwelchen Ameisen. Ich glaube, die sind jetzt hier wieder weg, Gott sei Dank. Also wir müssen den Pteranodon dann unbedingt einfach auf Ausdauer skillen. Ohne Ende Bewegungsgeschwindigkeit können wir leider nicht skillen, das geht leider wirklich nicht. Schade, eigentlich hätte ich sehr gerne gemacht, aber dann gehen wir einfach voll auf die Ausdauer, damit wir auch sehr, sehr lange mit ihm fliegen können und vielleicht auch mal sehr lange einfach so einen Schnellflug machen können. Das wäre auch ziemlich cool. Und jetzt zeige ich euch gleich eigentlich noch einen Move, den ich vor kurzem gelernt habe. Den finde ich so cool. Ist zwar wenig nützlich, finde ich, aber ist mega geil. Und ich muss auch ausprobieren, ob der auch bei anderen Dinosauriern funktioniert, weil der Move ist echt mega geil. So, warte mal. Ich tanke kurz auf. Es kostet ungefähr die Hälfte der Ausdauer. Und jetzt fliegen wir einfach. Jetzt drücke ich die Taste C. Mega geil, oder? Und damit könnten wir theoretisch einen Haufen Bäume niedermähen. Und jetzt seht ihr eigentlich schon mein Jahrhundertprojekt. Ich bin gerade dabei, eine Mauer zu ziehen.
um mein Häuschen, quasi um mein Lager. Denn hier möchte ich noch ein bisschen mehr bauen als nur dieses kleine Häuschen, in dem ich wohnen kann. Und zwar würde ich hier ganz gerne unter anderem natürlich nochmal eine Lagerhalle aufbauen, wo ich dann wirklich die ganzen Ressourcen hier einlagere, wie Beeren, eben diese Steinrohre und was man eben halt noch so alles finden kann und jetzt nicht unbedingt Platz im Werkraum hat. Im Werkraum möchte ich jetzt natürlich auch nicht 100.000 Kisten haben, wo ich dann alles drin habe. Nee, da würde ich eigentlich schon ganz gerne dann gezieltes Lager haben. Ein Gewächshaus möchte ich aufbauen, wo ich dann, wie gesagt, die großen Beete installieren kann, auf die ich erwarte. Darum habe ich jetzt die kleinen auch wieder weggeschmissen. Die großen Beete möchte ich dann da verwenden, um eben halt dann auch besonders viele Beeren, Karotten und was weiß ich, was wir alles so für Samen noch finden werden können, anzubauen. Weil die Dodos zum Beispiel, ich glaube, wenn ich es jetzt noch richtig im Kopf habe, die Lieblingsspeise der Dodos sind Karotten. Es sind nicht die Beeren, sondern eine Karotte. Eine Karotte kann man jetzt hier aber schlecht finden. Also ich habe bis jetzt noch keine gefunden. Aber wir sind in der Lage, Samen von Karotten zu finden. Dann können wir die Karotten selber anbauen. Dafür, wie gesagt, das Gewächshaus und dann verteile ich hier überall im Lager so ein paar Futtertrüge, damit die Dinosaurier, die lasse ich dann auch wandern, dass sie sich frei bewegen können. Nicht so starr wie jetzt, sondern dass sie sich wirklich frei bewegen können. Und dann können sie sich hier auch selber immer wieder beim Essen bedienen. Und es ist natürlich ein hervorragender Schutz vor einem Tyrannosaurier oder anderen gefährlichen Raptoren. Also sie müssten da erstmal durch die Mauer durch. Und das werden sie, glaube ich, nicht freiwillig machen. Ich weiß gar nicht. Greift ein Dinosaurier einfach so Strukturen an? Ich habe keine Ahnung. Müssen wir mal noch herausfinden, auf jeden Fall. Darum jetzt hier mein Jahrhundertprojekt, diese riesen Mauer. Das war jetzt auch wieder so ein bisschen ein Act. Ich habe es mit der Technik versucht, die ich hier beim Haus verwendet habe. Aber es hat leider nur bedingt funktioniert, beziehungsweise wurde irgendwann sehr, sehr lästig. Bei dem Haus habe ich ja so ein bisschen mit den Holzpfeilern gearbeitet. Und zwar sind die sind ja wirklich sehr, sehr sinnvoll eigentlich, die Holzpfeiler. Das kann ich jetzt, glaube ich, gerade ein bisschen schwer erklären. Aber warte mal, ich kann es euch mal kurz zeigen, glaube ich. Was wir hier noch dazu gewonnen haben, sind natürlich viele, viele Parasaurusse. Die habe ich jetzt nämlich gebraucht, weil für dieses Projekt hier und auch für das Haus da drüben mussten wir wirklich unheimlich viel Holz sammeln. Und so bin ich immer mit den 5 Parasaurussen losgelaufen, habe alle Bäume niedergewalzt und bin dann einfach wieder zurückgekommen. Und dann hat man wirklich hunderte Einheiten an Holz dabei. Das ist richtig geil gelaufen. Also, ich lande mal jetzt ganz kurz mit Lucy. Lucy, das hast du wundervoll gemacht. Sehr schön. Achso, warte mal, Lucy, du bleibst am besten gleich hier, weil wir haben ja noch einen neuen Dinosaurier im Bunde, und zwar die Midi. Ich habe euch ja schon mal von der Midi erzählt, die würde ich ganz gerne ja auch im Team haben wollen. Auf der anderen Seite haben wir einen Bobble, und die Midi ist jetzt quasi das Gegenstück zum Bobble. Und das Schöne ist, die Midi, die verleiht den Dinosauriern, jetzt muss man nur kurz warten, wann das auftaucht. Es gibt einen Effekt dann, den wir von der Midi bekommen, und zwar heißt der Blitzmerker. Der taucht jetzt hier irgendwie nur gerade leider nicht auf. Damit erhalten die Dinosaurier dann nochmal mehr Erfahrung. Darum habe ich hier jetzt einfach die Midi immer mit dabei. Parasaurus stehen immer drumherum. Lucy habe ich jetzt auch gerade immer dabei, damit die einfach schön levelt, damit wir die Ausdauer verbessern können. Und quasi jedes Mal, wenn ich jetzt was herstelle, bekommen die ja alle Erfahrungspunkte. Dank der Midi mit dem Effekt Blitzmerker kriegen sie halt einfach nochmal mehr Erfahrungspunkte. So, jetzt gehen wir mal hier zu dem Haus hinter. Denn das Haus verfolgt nochmal eine andere Bautechnik jetzt hier als die Mauer. Ich muss nur kurz schauen, wo kann ich einreißen. Reißen wir hier mal kurz ein. Okay, jetzt seht ihr, was ich meine. Also ich habe angefangen, hier Holzplattformen aufzubauen. Das hier vorne waren so die ersten Holzplattformen, die ich aufgebaut habe. Und dann habe ich immer wieder mit diesen Holzpfeilern gearbeitet, um diese Holzplattform auch auf andere Level zu bringen. Also mal höher, mal niedriger. Das kann ich euch jetzt nur gerade sehr schwer zeigen, glaube ich. Doch hier, da seht ihr das. Also, das waren die ersten Plattformen. Und da sehen wir sogar, da ist eine leichte Lücke noch links und rechts. Das ist ein bisschen doof, aber okay. Das akzeptiere ich jetzt hier einfach mal so. Dann habe ich mit den Holzpfeilern so ein bisschen gearbeitet, um die Plattform dahinter wieder eine Ebene, ja, oder so ein bisschen nach oben zu bringen. Denn ihr seht ja, dass die... Oh, warte mal, jetzt muss man nur kurz schauen. Oh, ich hoffe, ich komme hier wieder raus. Jawohl, ich komme hier wieder raus. Weil wir sehen ja einfach, wenn ich jetzt hier die Holzmauer hinsetzen würde, die würde ungefähr bis hier hingehen, dann hätte ich hier unten eine Lücke.
Das kann ich ja leider nicht darunter einfach nochmal eine Holzmauer hinbauen. Also muss ich jetzt hier die Holzplattform hernehmen, muss dann sagen, sie soll nicht wie Default aussehen, sondern sie soll wie ein Block aussehen und dann sieht das wieder deutlich einheitlicher aus. So ist das ganze Ding hier entstanden. Und die Flugplattform ist so ähnlich entstanden. Auch hier haben wir mit Holzdächern so ein bisschen nach vorne gebaut, dann hier die Treppen und dann brauchte ich aber auch wieder hier die Holzpfeiler, um mich da so ein bisschen durchzuarbeiten. Man muss aufpassen, die Holzpfeiler, aber das können wir eigentlich gleich sehen, wenn wir jetzt nochmal ein bisschen was an der Mauer machen. Ich muss jetzt hier erstmal nur ganz kurz das Haus wieder verarzten. Das wäre mir doch ganz recht, wenn wir das wieder zumachen können. Da brauche ich nur mal eben ganz kurz ein bisschen Holz. Wer von euch hätte jetzt hier noch Holz? Daisy hat leider kein Holz, aber Daisy kann mal... Ne, warte mal, das machen wir anders. Peach... Toilette, also ich brauche glaube ich nicht erwähnen, woher ich die Namen habe, oder? Das dürfte dem einen oder anderen von euch doch glaube ich sehr geläufig sein, was das für Namen sind. Also wir haben hier Peach, Toilette, Daisy, Mario, Rosalina und... Habe ich wen vergessen? Daisy, Toilette, Peach, Rosalina, Mario. Ne, das waren alle. Luigi habe ich leider noch nicht gefunden. Vielleicht wärst du ein Luigi, ich weiß es nicht. Können wir nachher vielleicht auch nochmal schauen. Jetzt legen wir das hier erstmal ab, weil das brauche ich so schnell nicht. Und dann platzieren wir jetzt hier nochmal kurz die Holzwand. Dann haben wir das nämlich auch wieder repariert. Perfekt. So, die Technik hier, die ich beim Haus verwendet habe, die habe ich jetzt bei der Mauer nicht mehr verwendet, weil das ist mir irgendwann ein bisschen zu doof geworden. Also ich habe 2 Stunden rum und rum probiert. Und es ist mir nicht möglich gewesen, am Anfang so ein paar Teile zuzumachen. Die kann ich euch... Warte mal, das zeige ich euch einfach. Ich denke immer nur manchmal, wenn ich rede, das wird schon klar sein, was ich meine. Aber es ist manchmal besser, wenn ich das zeige, glaube ich. Das muss ich mir manchmal auch selber immer so ein bisschen wieder sagen, dass es besser ist, wenn ich das doch ein bisschen zeige. Was ich auf jeden Fall auch noch vorhabe, ganz kurz noch, die Mauer wird natürlich nicht hier enden. Die werden wir noch ins Wasser verlegen und dort dann auch so eine Art Umzäunung für die Wassersaurier schaffen. Das muss aber leider noch ein bisschen warten, weil das Problem ist natürlich, wir können noch nicht so lange tauchen und der Meeresboden, der geht ja irgendwann sehr steil nach unten. Das würden wir mit unserem aktuellen Sauerstofflimit nicht schaffen. Da brauchen wir mal wieder so ein bisschen bessere Ausrüstung. Gut, jetzt hier mal rasch zum Dinosaurier-Tor. Ich finde das sowieso mega geil, dieses Dinosaurier-Tor. Jetzt stehen wir eben mal vor der Mauer. Schaut richtig geil aus. Hier werden wir noch ein paar Fackeln dann hinbauen. Das kommt aber alles später dazu, weil das ist hier eh schon... mächtiger Aufwand, das Ding hier aufzubauen. Jetzt machen wir das hier mal auf. Allein das ist schon mega geil. Genau, und ich hatte jetzt einfach das Problem, dass ich hier unten das nie zubekommen habe. Also das könnt ihr euch jetzt hier wie so ein langes Dreieck vorstellen. Das habe ich nie zubekommen und das wurde mir irgendwann so blöd. Ich wusste, es gibt eine Einstellung in den INI-Dateien. Die habe ich jetzt dann irgendwann gezogen. Die kann man natürlich auch im Spiel hier selber aktivieren, da brauchst du nicht in die INI-Dateien gehen. Und zwar schaltet die Kollisionsabfrage für die Strukturen aus. Damit bin ich jetzt nun in der Lage, hier mal so vernünftig eine schöne Mauer aufzubauen, weil ich hasse es, wenn irgendwo Lücken sind. Das mag ich ja wirklich überhaupt nicht. Und hier mit dem Ding ist es jetzt natürlich richtig geil geworden, weil jetzt können wir hier wirklich bis in den Boden hinein die Wände aufbauen und dann auch später. Weil ich möchte natürlich... auch bis hier hinterbauen. Warte mal, ich laufe hier mal ganz kurz rum ums Eck. Ich möchte ja auch bis da hinterbauen. Da würde ich nämlich ganz, ganz gerne die Schildkröten einquartieren. Und da möchte ich dann auch, dass die Mauer am besten bündig zur Felswand ist, damit das wirklich einheitlich aussieht. Also da habe ich auf jeden Fall noch jede Menge zu tun, jede Menge Holz zu klopfen. Aber die Bäume wachsen ja hier auch wundervoll nach. Da muss ich auch noch schauen. Das Problem ist, die Bäume wachsen nur... ab einem bestimmten Abstand zu Strukturen. Also den kann man aber auch nochmal verringern. Das Problem ist natürlich, wenn ich jetzt hier da die Holzwand durchziehe, dann kann es sein, dass die hier nicht mehr wachsen. Aber da muss ich dann auch einfach nochmal ein bisschen experimentieren. So, was ich euch jetzt vorhin erklären wollte mit den Holzpfeilern. Die Sache ist die. Die Holzpfeiler sind schön und gut. Die brauchen wir, um quasi eine Verbindung zum Boden herzustellen, damit wir dann jetzt wie hier freischwebend Holzdächer fertigen können. Ich laufe einfach mal hier ganz kurz da oben rauf.
Die Sache ist nur die, man kann von den Holzpfeilern aus immer nur zwei Holzdächer weiterbauen. Also erstmal hier, dann haben wir da noch die Schrägen drin und so weiter. Ich finde es ziemlich cool, da werden wir dann noch das Holzgeländer befestigen. Hier, das musste ich hier leider so bauen, weil das Problem ist, wenn ich das jetzt hier versucht hätte, bündig mit der Rampe zu machen, dann wäre so eine Lücke drin gewesen. Die hätte man von unten nicht gesehen. Aber wenn man mal dran vorbeifliegt oder sowas, dann schaut das einfach doof aus, weil die Lücke ist schon wirklich groß. Also habe ich mich einfach dafür entschieden, das so zu realisieren. Finde ich jetzt auch nicht unbedingt schlecht, gefällt mir ganz gut. Jetzt laufen wir mal hier runter. So, Holzpfeiler. Der Holzpfeiler hier ist jetzt mit dem Holzdach hier drunter verbunden, weil man muss sich dann auch so ein paar Hilfsstrukturen schaffen, damit man einfach so ein bisschen vorwärts kommt, wie jetzt hier eben bei der Treppe so der Fall ist. Hier kann ich jetzt kein Holzdach mehr hinbauen, dafür brauche ich jetzt hier wieder neue Holzpfeiler, die muss ich jetzt dann wieder platzieren, damit ich dann wieder die nächsten Dächer bauen kann. Und so geht es immer weiter. Das wird jetzt ziemlich cool, das werden wir ziemlich gleich mal ein bisschen zusammen machen, weil hier würde ich ganz gerne jetzt nochmal eine Treppe aufbauen, weil das ist natürlich blöd, wenn ich hier hin will, dass ich da immer darüber muss, die Treppe hoch und dann wieder hier runter, dann muss ich wieder darüber, Treppe runter und so weiter. Das ist ein bisschen doof. Also schaffen wir uns jetzt hier einfach gleich mal eine Treppe, mit der ich dann ein bisschen kürzeren Weg wieder zu meinen Ressourcen habe. Hier bauen wir dann auch über Holzgeländer noch hin und wie gesagt, ich würde ganz gerne an der Außenseite der Mauer noch die ein... Oh, da ist ein Raptor. Noch die ein oder anderen Fackeln bzw. Deko-Elemente installieren. Da gibt es ja doch noch ein paar, was wir machen können. Zum Beispiel bietet es sich hier an, an einer Mauer auch Holzbarrikaden aufzubauen. Das sieht, glaube ich, mega cool aus, wenn wir das machen. Dann können wir hier noch so ein paar andere Sachen machen. Holzfloß werden wir auch mal demnächst bauen, dass wir einfach mal so ein bisschen auf die See raus können. Hier haben wir Wandfackel, Trophäen können wir auch gerne aushängen. Das wäre mega geil. Und hier haben wir dann schon das nächste Element, Steinwand, Steindach und so weiter. Da habe ich auch schon einen Platz gefunden, wo ich dann ganz gerne mal so ein bisschen mit Steinelementen arbeiten möchte. Das kommt aber dann so in der nächsten Session dran oder in der übernächsten, keine Ahnung. Kommt darauf an, wie lange ich jetzt hier da noch an dieser Holzmauer rumbastel. Vielleicht bin ich auch irgendwann mal dem Projekt hier so ein bisschen überdrüssig, möchte was anderes machen und dann mache ich das irgendwie beides so nebenzu, nebenher. Schauen wir einfach mal. Wir haben hier noch eine ganze Menge Neues freigeschaltet. Hier Gewächshauswand, das ist doch genial. Genau das hätte ich gerne, aber da braucht man Kristalle dafür und ich glaube, an die kommen wir jetzt so schnell erstmal nicht mehr ran, oder? Eine metallgerahmte Glaswand, die eine Isolierung nach draußen bietet und zum Aufteilen von Räumen genutzt werden kann, hervorragend geeignet, um Pflanzen im Inneren anzubauen. Oh, perfekt. Mei, die haben ja hier wirklich an alles gedacht. So, jetzt aber wieder zurück zu unserer Mauer. Wir brauchen jetzt hier, weil wir können jetzt hier nicht einfach Holzpfeiler hinbauen. Warte mal, das machen wir jetzt hier zusammen. Ich muss nur schauen. Mario, hast du was? Ja, du hast ein bisschen was. Dann bauen wir jetzt hier doch einfach mal... Ich muss die immer wieder suchen. Da, die Holzpfeiler. Bauen wir da mal eins hin. Und das Zaunfundament aus Holz. Das ist nämlich wirklich sehr, sehr wichtig, dieses Fundament. Also, nehmen wir mal den Holzpfeiler. Ihr seht, wo ich das Ganze bauen kann. Ich kann den Holzpfeiler eigentlich immer nur in der Mitte eines Holzdachs bauen oder in der Mitte der Seiten. Also ihr seht das ja hier. Ne? Also ich kann das nicht an den Ecken bauen. Das ist normalerweise nicht möglich. Aber mit Hilfe des Zaunfundamentes ist es dann doch möglich. Das platzieren wir einfach so, wie jetzt hier gerade gemacht. Das Blöde ist, jetzt kann ich es gerade nicht mehr runterholen. Ich müsste mir jetzt hier eigentlich wieder so ein paar Hilfsstrukturen schaffen, aber darauf verzichte ich jetzt hier einfach mal rasch. Und dann bin ich auch in der Lage, jetzt hier einen Holzpfeiler hinzustellen, weil der ist jetzt nicht mehr ans Holzdach gebunden, sondern an das Zaunfundament hier aufs Holz. Jetzt kann ich dann hier einfach das schön nach unten durchbauen und dann bin ich hier auch in der Lage, wieder eine vernünftige Holztreppe hinzubauen, damit wir mal eine Treppe haben an der Stelle. Jetzt brauchen wir nur ein bisschen mehr Holz. Mario, du hast schon gar nichts mehr. Peach hat eigentlich auch nie was, weil Peach hat nämlich alles andere. Wenn wir da mal reinschauen. Die Peach ist quasi für alles da, ne? Beeren, Rohre, Schlafsäcke, Schleudern, Keratin, Krallen eines Terizinosauriers. Das können wir übrigens als Trophäe hernehmen. Das ist mega geil. Das werde ich auf jeden Fall machen. Das hänge ich mir im Schlafzimmer, vielleicht sogar übers Bett. Das wäre eine feine Sache.
Daisy hat auch nichts. Toadette müsste aber noch was haben. Ja, hier, perfekt. Toadette hat noch einiges dabei und da werden wir jetzt hier einfach mal ein paar Holzpfeiler bauen. Ich weiß immer nie, wie viele ich brauche. Aber ich glaube, das wird noch nicht ausreichen. Nein, das reicht noch nicht aus. Dann komm noch mal her. Was ist hier los? Oh nein, Therizinosaurier. Oh shit, wo kam der denn jetzt her? Oh shit. Oh, die Midi hat aber sehr lange durchgehalten. Oh shit, Therizinosaurier, hör auf. Oh shit, das war jetzt absolut unerwartet. Damit hätte ich absolut nicht gerechnet. Wow, und der Therizinosaurier, der hat jetzt hier gerade alles platt gemacht, was ich hatte. Shit. Den werde ich zeigen. Aber das mache ich jetzt im Off, weil das ärgert mich jetzt gerade ein bisschen doch irgendwie so sehr, dass ich jetzt einfach mal eine kurze Pause brauche. Ich danke euch fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Session von Ark Survival Evolved wieder. Dann auf jeden Fall mit einem toten Therizinosaurier. Und auf jeden Fall ein paar neuen Parasaurussen, also da muss ich natürlich sofort für Verstärkung wieder sorgen. Weil die sind wirklich sehr praktisch, die Parasaurusse. Mit denen kann man dann wirklich unheimlich viel Holz transportieren. Das ist einfach mega geil und die verschwinden auch nicht einfach so. Die laufen wirklich hinter einem her. Aber ich frage mich, wo der gerade herkam. Der ist, glaube ich, gerade einfach gespawnt. Aber andererseits, der schaut ziemlich geil aus, der Therizinosaurier. Vielleicht tue ich ihn auch zähmen. Wäre auch eine geile Idee, oder? Aber ich muss das nochmal nachlesen. Das wäre nämlich ziemlich gemein, wenn die auch einfach so eine Base spawnen können. Dann brauche ich richtig starke Dinosaurier zur Verteidigung innerhalb der Base. Also da muss ich hier echt nochmal schauen. Das geht so nicht. Puh, also danke fürs Einschalten. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Lasst mir gerne ein Abo, Like oder Kommentar da. Ich würde mich natürlich wie immer sehr darüber freuen. Bis dann. Ciao.